Ja, mit dem Kreuzchor verbinden ja, glaube ich, wir alle von Kindesbeinen an fantastische Chormusik, geistliche Chormusik, eine Schule der Chormusik, durch die man als junger Mensch hindurchgehen kann, wenn man in diesem Chor ist, über viele, viele Jahre. Und das ist so prägend, das ist für die Kinder so prägend, dass es ein Erlebnis ist, diesen Chor hierher einladen zu dürfen, weil, wie der Herr Lehmann, der Kreuzkantor, zum Schluss auch selbst sagte, es natürlich für unsere Kinder auch fantastisch ist, wenn sie solche Kinder erleben und quasi angesteckt werden von dieser schönen Musik. So kennt man Jan Vogler, der Weltklasse-Cellist, an seinem Instrument. Und so haben ihn die Schülerinnen und Schüler des Lessing-Gymnasiums jüngst erlebt. Der künstlerische Leiter des Moritzburg-Festivals und Intendant der Dresdner Musikfestspiele war auf Einladung des Kammermusikfestes Oberlausitz für 2 Unterrichtsstunden nach Hoyerswerda gekommen. Ich sage euch, reden über Musik, klar, über Gesellschaft, über Demokratie, über Heimat. Das sind ja doch große Themen. Und ich dachte, wie ist das denn eigentlich? Ich persönlich finde, dass wir schon heute und global irgendwie fühlen, oder? Als Menschen auf der Erde. Und die Gymnasiasten erwiesen sich durchaus als diskussionsfreudig. Es waren dann die großen Themen dieser Tage wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und die weltweite Ressourcenknappheit. Ein Gespräch auf Augenhöhe sollte es werden, das Vogler geschickt mit seinen Sichtweisen auf Themen, die ihm am Herzen liegen, kombinierte. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall richtig. Herr Möges, es könnte jetzt niemand Balance. Ich glaube, wenn ich finde, das ist das Schönste am Leben, diese Balance. Das ist meine Meinung. Also wenn man jetzt findet, Extremes führt immer irgendwo dazu, dass man entweder, man kann sogar durch ein Extrem selbst extrem profitieren, das kann sein, aber es wird für irgendjemand anders davon einen Nachteil haben. Also alle Extreme, so wie ich sie kenne, führen immer zu einem Ungleichgewicht. Und dann spielt er noch die Musik des berühmtesten Sachsen aller Zeiten, Bachs Präludium. Die Zuhörer staunen, als Vogler davon erzählt, dass weltweit 240.000 Instagram-Videos die alte Musik zur Vertonung ihrer Clips nutzen. Ein Jüngling hat
Freunde, ist jetzt Nils Mönkemeyer. Schönen guten Tag. Sie treten ja inzwischen zum dritten Mal hintereinander beim Kammermusikfest Oberlausitz auf und treffen hier auf ein Publikum, was Sie sehr schätzt, ja so geradezu verehrt. Was treibt Sie an, immer wieder zu uns in die Oberlausitz zu kommen? Also ich habe die Erinnerung an die Konzerte wie so einen Schatz in meinem Kopf, weil das so ein warmherziger Empfang hier war und es war so eine schöne Stimmung und ich liebe diese Kirche, weil man wirklich ganz nah zusammen diese Musik erleben kann und es gibt eine ganz wunderschöne warme Atmosphäre, auf die ich mich schon sehr freue. Das Abschluss. Konzert gestalten Sie mit zwei Akademisten der Moritzburg-Festival-Akademie. Sie als künstlerischer Leiter der Kammermusikfest Oberlausitz-Akademie sind ja selbst sehr engagiert in der Nachwuchsförderung. Beschreiben Sie mal, was solche Konzerte wie heute, wo Meister und Akademisten zusammen musizieren, womöglich für die Akademisten bedeutet. Also ich denke, das Schönste an der Musik ist ja, dass egal ist, wo wir herkommen, wer wir sind, wie alt wir sind, auch wer ist im Publikum und wer sind wir auf der Bühne, das wird erstmal alles nebensächlich und wir alle teilen quasi dieses emotionale Erlebnis eines Konzertes. Und genauso gehe ich auch daran, wenn ich mit jungen Menschen arbeite oder zusammenspiele, Augenhöhe sozusagen und Kommunikation zusammen, darum geht es und dass man sich trifft und dass man sich austauscht und vielleicht bin ich auf dem Weg schon etwas weiter, aber ich mag persönlich nicht so diese Haltung von Meister und Schüler, weil das hat sowas von oben und unten und das Wesen der Musik ist eigentlich, dass wir uns alle auf einer Ebene begegnen. Sie treten zum ersten Mal beim Kammermusikfest Oberlausitz auf. Auf was freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich wahnsinnig, mit den anderen Musikern gemeinsam zusammenzuspielen, weil das Schönste am Musikmachen für mich ist, gemeinsam mit inspirierenden Künstlern wie Nils und Jan und auch Nikolaus aufzutreten. Das ist eine große Freude.
Sie waren Akademistin bei der Moritzburg-Festival-Akademie und haben sicher davon gehört, dass das Kammermusikfest Oberlausitz auch eine eigene Akademie hat. Die findet dann im Februar das nächste Mal statt. Welche Erfahrungen haben Sie beim Akademieaufenthalt gemacht und möchten das womöglich anderen weitergeben? Es ist wunderschön, im Sommer eine super intensive Zeit zusammen mit anderen jungen Leuten zu verbringen. Und ich finde, gerade auf einer Akademie lernt man wahnsinnig viel, weil man eben geballt auf diesem Raum zusammenarbeitet und eigentlich nichts anderes macht, als zu musizieren. Mit zwei Weltstars treten Sie heute Abend auf. Schon ein bisschen aufgeregt, erzählen Sie uns von Ihrer Gefühlslage. Natürlich, ich bin immer aufgeregt und voller Vorfreude, aber es ist sehr positiv hier, auch mit den anderen. Es ist nichts irgendwie angespannt, es ist einfach ein gemeinsamer Zug, auf den wir alle aufspringen, hoffentlich auch das Publikum mit uns. Und ich freue mich wahnsinnig auf den heutigen Abend. Wenn Sie das Festival, Ihr Kammermusikfest Oberlausitz, Revue passieren lassen, dann sprechen wir auch über die vielen Helfer und Mitorganisatoren. Ich bin unglaublich dankbar. Dieses Kammermusikfest Oberlausitz ist ja von Anfang an aus einer Ehrenamtsinitiative entstanden. Und dieser Charakter hat sich immer stärker herausgebildet. Es ist heute ein großes Gemeinschaftsprojekt, kann man sagen, mit über 100 ehrenamtlichen Beteiligten an den neuen Festivalstandorten. Es hat diesen Charakter des Familiären nie verloren. Ganz bodenständig, sehr herzlich. Es lebt von den Akteuren, die mitmachen. Und ich bin dem ganzen Team unglaublich dankbar, dass die sich ehrenamtlich, freiwillig eine Woche lang Zeit nehmen, um sich den Gästen zu widmen und sozusagen unsere Oberlausitz at its best zu präsentieren. Nun sage ich mal, hat ja dieses Festival sowohl vom Ticketverkauf als auch vom Programm und den Künstlern, die hier ihre Visitenkarte hinterlassen haben, Maßstäbe gesetzt.
Machen sich Gedanken schon zum Kammermusikfest Oberlausitz 2025 und wie man diese Maßstäbe halten kann? Also die Planungen für 25 laufen in der Tat. Das muss auch so sein, weil wir 2 Jahre Vorlauf brauchen, um diese Künstler einladen zu können und auch terminlich fixieren zu können. Ich glaube nicht, dass es um Toppen geht oder um noch höher, schöner, größer, sondern es geht darum, dass dieses Erlebnis für die Besucher, jedes Konzert ein einmaliges Erlebnis für die Besucher ist. Da hängt es nicht von der Größe ab. Es hängt davon ab, dass der Ort, die Musiker und das, was sie dort präsentieren und wie sie es präsentieren, so stimmig ist, dass die Konzertgäste rausgehen und sich diese Begeisterung überträgt und sie das mitnehmen können. Insofern, glaube ich, können wir auf eine dritte Festivalauflage zurückblicken, die in ihrer Komposition der 10 Konzerte unglaublich schön war. Man sieht immer nachher erst, wie die Saat, die man versucht hat zu säen, aufgeht. Wir haben mit 1500 Gästen am Anfang gerechnet. Das war schon toll. Wir können am Ende der Woche sagen, es sind 1700 Gäste geworden. Das heißt, die Welle der Begeisterung des Publikums für die Künstlerinnen und für die Künstler, für die Musik, für all das, was passiert, war so groß in dieser Woche, dass sich das Besucheraufkommen noch gesteigert hat. Und das ist für uns eigentlich der schönste Beweis dafür, dass das, was hier geschieht, insbesondere auch die Musik, die aufgeführt wird, viele Freunde offensichtlich hat. Das freut mich ganz besonders.